Hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich heute hier im wunderschönen tropischen Thailand wieder unterwegs, in der Nähe von Pattaya. Und zwar befinden wir uns hier diesmal heute am Strand von Yom Tien. Hier bin ich heute mal rausgefahren. Es ist einer der letzten Tage dieses Urlaubs, den ich hier verbringe. Und an diesem Strandabschnitt wollte ich dich dann auch gerne mal mitnehmen. Ich werde jetzt gleich hier auch mal die Mini 2 fliegen und ich hoffe, dass dir die Aufnahmen dann auch gefallen. Ja, wie gesagt, wenn du das Video magst, dann zeig mir das bitte auch. Lass mir wieder einen Daumen nach oben da, schreib einen schönen kleinen Kommentar. Du kannst auch gerne abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Die Glocke drücken, du kennst das ja alles schon. Ja, und dann sind wir jetzt hier direkt am Strandabschnitt von Yom Tien. Da hinten befindet sich Pattaya und es ist früh am Morgen. Das ist immer so die beste Zeit, die ich nutze für meine Aufnahmen hier. Und wir gehen jetzt hier mal ein Stück lang, direkt am Strand. Gehen wir hier mal an der Hauptstraße weiter, an der Beach Road. Ein wenig in Yom Tien. Strandliegen werden vorbereitet. Ist hier wohl auch so, dass die jeden Abend erstmal wieder abgeräumt werden müssen und morgens kommt es dann wieder hin. Ja, guck, der baut sie. Ja, was denn? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Die Sonne geht auch gerade auf. Sieht man hier ganz schön. Die ersten Sonnenstrahlen kommen durch. Und das dürfte dann auch wieder ein richtig schöner Tag werden. Hier im Paradies. Die Sonne auch da hinten hier zu sehen. Jetzt werden wir weggefickt. Wird auch schon wieder viel aufgebaut für die nächste Attraktion. Fitnessparcours. Und nächste Woche ist hier so ein Jetski-Veranstaltung. Jetski-Darbietung. Diesen kleinen schnellen Booten. Und da haben sie jetzt hier auch schon riesige Tribünen aufgebaut. Spektakel ist, wie gesagt, nächste Woche, dann bin ich schon wieder zu Hause. Hier haben wir den Yom Tien Night Market. Ist auch sehr schön, kann man gut essen. Viele kleine Budenstände. Das lohnt sich aber erst abends, wenn die aufmachen, dann mal drüber zu schauen. Vielleicht mache ich das dann mal beim nächsten Mal. Yom
Hühnchen. Night Market. So, mit Weihnachtsbaum noch. Schaut das hier aus. All families will enjoy the unique experience. Waterjet World Cup. Okay. München Beach, 12. bis 16. Januar 2022. Ideal für den Familienurlaub. Das wäre fast eine gute Stelle hier, um nochmal die Drohne zu starten. Von hier. Und dann da nochmal so ein bisschen hinzufliegen. Mit der Tribüne. Okay, ja, kann ich ja machen.